Das Thema Logik und Unlogik ist fest verankert beim Geschichtenerzählen und dementsprechend auch in der Filmindustrie. Für mich gibt es da aber zwei unterschiedliche Definitionssichtweisen und die versuche ich auch immer bei Reviews zu berücksichtigen. Und genau darüber spreche ich heute in iHeartFilm. Ihr konntet ja auch direkt bei Twitter abstimmen, worüber soll die nächste Folge gehen. Und knapper Vorsprung, den gab es dann für Logik und Unlogik. Und ich möchte erstmal so erklären, was ich damit meine, denn für mich gibt es da zwei verschiedene Ebenen. Es gibt einmal die Logik, die so in der Filmhandlung selber stattfindet. Das bedeutet, von vornherein gibt es so eine Gesetzgebung in der Welt, in der dieser Film jetzt spielt. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Zoomania anschaue, brauche ich nicht die ganze Zeit sagen, das ist ja unlogisch, da sprechen ja Tiere. Okay, ist ein Animationsfilm, aber nehmen wir doch eine normale Comic-Verfilmung. Da muss ich jetzt nicht sagen, dass es unrealistisch ist, sich so einen Anzug zu bauen als Iron Man und als Robert Downey Jr., sondern das ist eine Gesetzgebung, die ist einfach vorgegeben. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen Quatsch ist, aber das passt in diesem Film. Dann gibt es aber trotzdem die Möglichkeiten, dass mit dieser geschaffenen Gesetzgebung Dinge einfach falsch weitererzählt werden. Und da, das ist eben so der eine Teil der Unlogik und darüber möchte ich jetzt zuerst sprechen. Da haben wir ein Beispiel mitgebracht, nämlich Inception. Insgesamt natürlich ein super sehenswerter Film und macht auch tierisch viel Spaß. Allerdings hat er aus meiner Sicht mehrere sehr unlogische Stellen, weil es wird am Anfang sehr, sehr viel erklärt. Natürlich können wir nicht uns irgendwie miteinander verbinden und wir träumen auf einmal alle denselben Traum. Das ist aber fein für mich, denn das wird erklärt und das ist jetzt klar, das funktioniert. Wenn aber erklärt wird, dass so diese verschiedenen Ebenen und vielleicht jemand, der den Film nicht gesehen hat, sind das jetzt so minimale Spoiler, also entscheidet selber, ob er irgendwie vorspult oder weiter dran bleibt. Aber zu erklären, dass so diese Ebenen alle miteinander verbunden sind und dass, wenn etwas in der ersten Ebene passiert, sich das auch auf die zweite und auf die tiefste Ebene auswirkt, dann möchte ich das im Film letztendlich auch sehen. Und da gibt es ja einmal diese Szene mit dem Auto, was von der Brücke stürzt und alles verlangsamt sich ja auch in den Ebenen darunter. Und da merkt man eben, okay, shit, da passiert gerade was, nämlich in der zweiten Ebene ist auf einmal die Schwerkraft so nicht mehr ganz da, wo sie sein soll. Letztlich aber in der dritten Ebene passiert gar nicht viel. So, da gibt es einmal so ein bisschen, ja, hier ein bisschen Schnee und das war's. Also es hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Da muss ich eben sagen, hey, Leute, ihr kreiert da gerade so eine Welt, erklärt die auch, aber ihr setzt es nicht konsequent fort. Und das ist eben auch oft ein Punkt, Logik oder Glaubwürdigkeit, das kann man auch sehr, sehr miteinander verknüpfen. Da funktioniert zum Beispiel Inception auf der eigenen Logikebene nicht. Das ist einmal diese Ebene. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere Logiklöcher, wenn es bei einem Krimi darum geht, wie wird etwas aufgelöst, dass in der Geschichte selber etwas nicht funktioniert oder man sagen kann, Moment mal, ihr tut gerade so, als wäre das real oder als wäre es real möglich. Und auch die restliche Welt ist eben keine Fantasiewelt, sondern hier gelten normale Gesetze. Ob das jetzt Physik ist, ob das deutsche Rechtsprechung ist, wie auch immer. Und dort gibt es eben auch oftmals Probleme, dass man Dinge umsetzt oder ins Drehbuch schreibt, weil sie für die Geschichte einfacher sind, aber eigentlich den kompletten Gesamtkontext auseinanderreißen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Und das sind für mich so diese zwei Ebenen von Logik und Glaubwürdigkeit. Denn wenn etwas nicht in der eigenen Welt funktioniert, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also dieses Inception-Beispiel. Vielleicht habt ihr da auch noch ein paar andere Beispiele. Lasst da gerne mal so ein bisschen drüber diskutieren. Bei welchem Film sagt ihr, hey, das ist irgendwie sehr, sehr unlogisch. Ist meiner Meinung übrigens ein Problem, was ich oft bei Christopher Nolan-Filmen habe. Also ich gucke die wirklich sehr, sehr gerne. Die machen mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber ob das jetzt auch bei Interstellar war, in dem Dinge erklärt werden, die nachher keine Konsequenzen mehr haben. Selbst auch bei The Prestige kommt das immer mal wieder öfters vor, dass sehr, sehr viel wissenschaftliches Zeug drumherum geredet wird. Man sich aber, weil es eben gar nicht so einfach ist, in 2 Stunden einen unterhaltsamen Film mit so einer Komponente zu machen, für einen sehr, sehr einfachen und oftmals dann in sich unlogischen Weg entschieden wird. Habt ihr da Beispiele? Habt ihr aber auch Beispiele für Filme, die in keinster Weise so funktionieren würden, wenn man dann jetzt nicht nachgeholfen hätte? Kann ein Krimi sein, kann eine Komödie sein, wie dem auch sei, lasst da gerne drüber sprechen. Seht ihr das ähnlich, dass man diese beiden Logik-Glaubwürdigkeitsthematiken miteinander vergleichen kann bzw. gegenüberstellen kann? Oder sagt ihr so, hey, nee, es gibt einmal Momente, die sind logisch in einem Film und es gibt Momente, die sind unlogisch. Oder macht ihr da einen Unterschied oder macht ihr da keinen? Lasst darüber ein bisschen diskutieren, stelle ich mich da an oder sagt ihr, nee, du hast recht, da gibt es einen Unterschied, würde ich mich freuen. Ansonsten klickt doch einfach oben auf die
die letzte Folge iHeart Film, die ist auch sehr gut angekommen, hat mich sehr gefreut. Oder das letzte Video Top 10 zusammen mit der Telekom, da drauf zu klicken, damit supportet ihr mich tatsächlich immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder hier in der Film Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.